Moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute hört ihr nur meine Stimme und meine picklige Fresse gibt es heute nicht zu sehen. Also lehnt euch zurück und genießt meine Stimme. Aber no, das ist klar. Ich möchte mit euch heute über das Jahr 2015 reden. Ein wenig die guten Sachen, aber auch die schlechten Sachen in diesem Jahr mit euch ein bisschen besprechen. Es lag mir einfach auf dem Herzen, das ist schon ein bisschen Real Talk hier fast mäßig. Ich versuche so wenig wie möglich zu schneiden und einfach mal frei Schnauze zu reden. Denn das Jahr 2015, wie ich schon sagte, hatte gute und auch schlechte Zeiten. Ich möchte erstmal mit den schlechten Zeiten anfangen und die guten kommen dann ganz zum Schluss. Vielleicht können das einige von euch nicht so ganz nachvollziehen. Marcel Scorpion hatte da letztens auch schon ein Video drüber gemacht, wo ich mich auch ja, mit sehr verbunden gefühlt habe. Grüße gehen raus an Marcel. Ihr denkt oder viele von euch denken, dass das YouTube-Dasein ist eigentlich recht gechillt und da gebe ich euch im Grunde auch recht, aber was viele halt wirklich gar nicht mitbekommen, dass es für mich persönlich jetzt doch sehr viel Druck auf den Schultern ist, denn ja, YouTube ist kein sicherer Beruf. Also viele wissen ja, dass ich hauptberuflich davon lebe. Und das heißt, ich weiß nicht, was ich Ende diesen Monats einnehme und ich weiß auch nicht, was ich nächstes Jahr einnehmen werde. Was prinzipiell erstmal gar nicht im Vordergrund stehen sollte, was aber ganz lange Zeit im Jahr 2015 bei mir im Vordergrund stand. Das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Monat irgendwie versucht habe, so viel Cash wie möglich zu machen, aber es hat doch irgendwo ein bisschen Bauchschmerzen hinterlassen, dass man nie wusste, wie ist der nächste Monat. Also ich möchte euch nochmal als Beispiel sagen, das Jahr 2015 war für mich auch eine Weiterentwicklung, was YouTube anging, denn gerade zum Anfang des Jahres, da hatte ich auch noch viel, viel mehr mit anderen YouTubern zu tun und ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt weniger mit den Jungs zu tun habe, aber da war es so, da hat der eine dann zu einem gesagt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ey, diesen Monat habe ich 30.000 Abos gemacht und dann sagt der andere, ey, ich habe diesen Monat 35.000 Abos gemacht und dann guckt man bei sich selber und man sieht, man hat 25.000 gemacht. Und man wird ganz schnell zur Statistikhure. So ging es mir zumindest. Man hat ein Video hochgeladen und hat alle 5 Minuten aktualisiert, die Daumen nach oben, die Aufrufe und sollte dann mal ein Video ein bisschen hinterher hängen zu einem Video, was vielleicht voll durch die Decke gegangen ist. Dann, so ging es mir zumindest, hat man sich so mäßig selber, ja, hat man selber an sich gezweifelt und hat gedacht, oh, was habe ich denn da falsch gemacht und ja, man ist so zur Statistikhure geworden. Ja, hört sich ein bisschen doof an, aber so sehe ich das. Und das hat mir zum Teil echt so ein bisschen den Spaß an YouTube geraubt, dass man halt immer jeden Tag gecheckt hat, wie viele Abos habe ich jetzt gemacht. Und wenn man dann eine Zeit lang irgendwie unter 1000 Abos am Tag geblieben ist, dann hat man gedacht, was ist denn da los? Und die Zeit ist schon lange bei mir vorbei. Ich achte auf Statistiken überhaupt gar nicht mehr. Ich mache mein Ding, lade die Videos hoch. Und ob ein Video jetzt als Beispiel nach 6 Stunden 100.000 Aufrufe hat oder 80.000, das ist mir eigentlich relativ scheißegal geworden. Ich mache mein Ding, so wie ich es auch damals gemacht habe, wo ich angefangen habe. Ich mache mein Ding, lade Videos for fun hoch. Ob ich jetzt damit Geld verdiene oder nicht, ist erstmal zweitrangig. Ich möchte aber, dass mein Hobby bleibt. Auch wenn YouTube mir den Kühlschrank füllt, das stimmt natürlich, habe ich dann einfach für mich entdeckt, es ist doch scheißegal, ob ich morgens in den Kühlschrank schaue und da sind 2 Packungen Salami oder da ist 1 Packung Salami. So, wisst ihr, wie ich meine? Also, ja, es hat mich einfach zum Teil echt down gezogen, immer auf die Statistiken zu geiern. Und jetzt fühlt sich das einfach viel, viel besser an. Solche Seiten wie Social Blade und etc. war früher einfach meine Hauptseite. Da habe ich jeden Tag mehrfach geguckt, wie viele Abos ich gemacht habe etc. Da gucke ich jetzt überhaupt gar nicht mehr nach. Und das fühlt sich auf jeden Fall für mich wesentlich besser an. Und ich denke auch, da fühlt sich der ein oder andere YouTube-Kollege angesprochen. Denn viele von meinen YouTube-Kollegen machen das so, dass sie extrem auf die Statistiken geiern. 2015 war natürlich auch das Jahr, wo ich einfach durch die Decke gegangen bin für mich persönlich. Also ich kann mich gut daran erinnern, Anfang des Jahres hatte ich ungefähr 300.000 Abonnenten. Jetzt, Ende des Jahres, habe ich 725.000 Abonnenten. Das heißt, ich habe mehr als das Doppelte nochmal dazugelegt, was auf jeden Fall extrem krass ist. Natürlich gibt es auch YouTuber, die machen das 5-fache oder 10-fache, aber ich bin extrem stolz auf mich und ich bin extrem stolz auf euch, dass wir so einen geilen Kanal zusammen ja, ins Leben gerufen haben, beziehungsweise ja, dass wir einfach so einen Kanal betreiben. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin vielleicht das Auto
von diesem, oder ich bin das Auto, aber ihr seid der Motor. Und ohne den Motor wird das Auto nicht laufen, das habe ich schon ganz oft gesagt. Und jeder Einzelne, der meine Videos schaut, kann sich auch zum Teil, oder was heißt zum Teil, kann sich als Bestandteil meines Kanals fühlen. Weil ohne euch wird es diesen Kanal nicht so geben, wie er jetzt ist. Und das ist einfach ein richtig geiles Feeling. Das ist einfach ein schönes Gefühl, einen erfolgreichen YouTube-Kanal zu betreiben, der auch in Anführungszeichen angesagt ist, will ich jetzt mal sagen. Sprich, ich habe einfach eine extrem krasse Fanbase, auch wenn ich dieses Wort nicht so gerne sage. Fanbase hört sich immer so, keine Ahnung, ich bin kein Star, aber ich habe viele Leute, die sich gerne meine Videos reinziehen und es ist einfach ein Bombengefühl, wenn du aus deinem Hobby deinen Beruf machst. Auch wenn, natürlich muss man dazu sagen, da bin ich vorhin vielleicht nicht so ganz drauf eingegangen, YouTube kein sicherer Beruf ist. Also ich habe viele Kollegen, die zu mir sagen, ey Digga, geil, und dass du jetzt YouTube hauptberuflich machst, voll cool und würde ich auch voll gerne machen. Dann sage ich immer zu denen, ey, hör mal zu, klar verdiene ich jetzt gutes Geld, keine Frage. Aber du in deinem sicheren Einzelhandelsjob als Beispiel oder du bist Automechatroniker, wenn du dich da nicht doof anstellst, kannst du da 20 Jahre arbeiten und du hast jeden Monat Summe X, die auf dein Konto kommt. Und das ist ein gutes Gefühl. Ich als YouTuber habe dieses Gefühl nicht, muss man ganz klar sagen. Ich weiß nicht, ob ich noch in einem Jahr meinen YouTube-Kanal erfolgreich betreibe bzw. davon leben kann. So, und das ist eine negative Eigenschaft, die jetzt aber nicht so schlimm ist, meines Erachtens. Ich mache so lange, wie ich Bock habe und wenn es nicht mehr läuft, dann läuft es nicht mehr und dann ist auch gut so. Was alles dieses Jahr passiert ist, ist einfach nicht normal. Ich habe dieses Jahr zum Beispiel meine ersten Autogrammstunden gehabt im Mediamarkt oder beziehungsweise in zwei Mediamärkten, was einfach abnormal krass war. Gütersloh, also der ein oder andere vielleicht, der gerade zuschaut, war da, war einfach krank. Es war einfach krank, dass da tausende Leute wegen mir hingekommen sind und sich zum Teil 4 oder 5 Stunden oder noch länger angestellt haben, um mit mir 30 Sekunden zu verbringen. Was ich bis heute nicht ganz verstehe, aber die Nachfrage ist da. Und ich finde es auch einfach cool, Leute zu treffen, persönlich zu treffen, auch wenn es nur für 20 Sekunden ist, die meine Videos schauen. So bekomme ich zum Teil einfach auch die Gesichter zu sehen, die unter meinem Video schreiben, nice Video, wisst ihr, wie ich meine? Man macht diese Videos, aber man interessiert sich, also zumindest geht es mir so, interessiert man sich natürlich auch ja, für die Leute, die sich auch die Videos anschauen. Natürlich ist es immer cooler für mich, wenn ich jemanden auf der Straße in Anführungszeichen treffe oder draußen treffe, einfach so spontan, weil da kann ich mir dann auch wesentlich mehr Zeit für die Person nehmen und mit dem auch schnacken. Also ich frage ganz oft, wie die auf meine Videos gekommen sind und ja, was so das Lieblingsformat ist. Es interessiert mich einfach. Ich finde es einfach nice, dann auch mal Leute zu treffen, die meine Videos sich reinziehen. Und dann kommen wir nochmal zu einem ganz entscheidenden Punkt, der für mich 2015 geprägt hat und das ganz abnormal. Ich war nämlich in Amerika bzw. in Los Angeles. Das ist eine Erfahrung, einfach nur Gänsehautfeeling, wenn ich dran denke, dass mir mein Hobby ermöglicht hat und auch nochmal einen speziellen Gruß hier an Markus und an Activision, die mir das Ganze auch ermöglicht haben. Natürlich hätte ich es mir auch selber leisten können, so ist es nicht, aber dass die mich eingeladen haben, nach Los Angeles zu fliegen, ans andere Ende der Welt und dort eine geile Zeit gehabt zu haben mit Carsten, mit Marcel und mit Bas und alle anderen, die dabei waren, das war einfach. Da werde ich in 20 Jahren noch dran denken, wisst ihr? Da habe ich Erfahrungen gesammelt, die werde ich mein Leben lang behalten, so. Und auch mit meiner Freundin habe ich einen unheimlich geilen Urlaub dieses Jahr erlebt auf Korfu in Griechenland. Unheimlich geile Zeit und der ein oder andere kennt ja auch das Video. Und da kommen wir nochmal zu einem kleinen Punkt, was auch Marcel angesprochen hatte in seinem Video. Solche Momente wie zum Beispiel der Urlaub auf Korfu sind wirklich, ja, seltene Momente, wo ich von YouTube komplett abschalten kann. Also YouTube ist kein anstrengender Beruf, was den körperlichen Zustand angeht, aber was den geistigen Zustand angeht, kann man zum Teil echt schlecht als großer YouTuber oder als YouTuber an für sich von YouTube abschalten, weil du halt ständig diese Gedanken hast, was für ein Video lade ich übermorgen hoch, was lade ich übernächste Woche hoch und ja, so in diese Richtung. Also ich finde, ich habe ja ganz normal schon gearbeitet als Einzelhandelskaufmann, wie viele von euch wissen. Und dieses Gefühl, nach 8 oder 10 Stunden Arbeit nach Hause zu kommen und abzuschalten, Job sein zu lassen, also Beruf sein zu lassen und nach Hause zu kommen, sich was zu essen zu machen, aufs Sofa und entspannen und einfach kaputt sein, das fehlt mir persönlich, weil das habe ich jetzt mit YouTube überhaupt gar nicht. Denn wenn ich den PC ausmache,
mache ich aber meinen Kopf nicht aus. Das heißt, ich sitze vorm TV und schnack vielleicht mit meiner Süßen darüber, was sie für ein Video hochlädt. Oder ich schnack mit ihr darüber, was ich noch für ein Video machen muss. Also man kann mit YouTube, finde ich persönlich, recht wenig entspannen, beziehungsweise man kann den Kopf nicht gut ausschalten. Natürlich gibt es viele Momente, wo du es auch machen kannst, aber das ist so ein Punkt, der auch 2015 für mich Ausmaße angenommen hat, wo ich manchmal gedacht habe, ich würde jetzt einfach gerne entspannen, aber man hat sich einfach sehr viele Gedanken gemacht, wie YouTube weiterläuft, weil es halt einfach nichts Sicheres ist, wenn man das hauptberuflich macht. Ein ganz krasses Erlebnis 2015 war für mich auch noch, dass ich mit meinen Kollegen im Fußballstadion in Hamburg war. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich in einem Stadion war. Das war, glaube ich, der DFB-Pokal-Hinrunde Hamburg gegen Bayern. Und ich bin in dieses Stadion gegangen und es war einfach überwältigend, wie viele Menschen da waren. Es war an für sich einfach ein richtig krasses Erlebnis. Und 20 oder 30 Minuten, nachdem ich dann dort war und das Spiel auch schon lief, ist mir dann irgendwann in den Sinn gekommen, lass mich jetzt lügen, ich glaube, in dieses Stadion passen ungefähr 55.000 Leute rein, lass es 50.000 sein, ich weiß es jetzt nicht. Nehmen wir mal als Zahl 55.000. So, da sitzen dann 55.000 Leute und schauen auf dieses Spiel. Und irgendwann ist mir einfach in den Sinn geschossen und mir ist bewusst geworden, dass diese Leute, diese Menschenmenge, die dort war, das muss man sich einfach vorstellen, diese Menschenmenge, die dort waren, schauen sich auf YouTube meine Videos an innerhalb von einer Stunde. Das heißt, dieses Video als Beispiel im Idealfall hat nach einer Stunde 50.000, 55.000 Aufrufe. Und als ich diese Menschenmenge gesehen habe und den Monitor in der Mitte bzw. im Stadion, wo die Wiederholungen liefen, habe ich mir vorgestellt, dass die alle gerade mein Video gucken. Alter Falter, das war so ein heftiges Gänsehaut-Feeling. Moment, oh, da bin ich gar nicht drauf klargekommen. Und da muss ich auch einfach nochmal sagen, dass ihr einfach die krassesten seid. Dieser Begriff aktiv, den lebt ihr. Wisst ihr, wie ich meine? Den lebt ihr. Natürlich gibt es auch Leute, die vielleicht zweimal im Monat bei mir auf dem Kanal vorbeischauen und dann meine Videos schauen. Finde ich aber auch vollkommen in Ordnung. Ich lade zwei Videos in der Woche hoch. Das war damals mein Konzept dahinter, in Anführungszeichen. Ich habe von Anfang an nur zwei Videos hochgeladen, damit jemand auch hinter meine Videos hinterherkommt, der nicht viel Zeit hat. Aber es gibt einfach so viele Aktive da draußen, die jedes Video suchten, die jeden Stream suchten. Das ist einfach, ja, das kann man, da kann man sich mit Worten nicht bedanken. Denn ich habe es ja eben schon gesagt, ihr seid der Motor und ich bin das Auto. Und ihr seid so ein leistungsstarker Motor. Das ist nicht normal. Und wenn ich könnte, würde ich jeden einzelnen von euch die Hand schütteln und mich bedanken. Denn ihr wisst, wo ich herkomme und ihr wisst, wo ich bin. Natürlich gibt es auch viele, die sagen, bla bla bla, gönne ich dir nicht, Hurensohn, Junkie, juckt mich aber nicht, ganz ehrlich. Früher hat es mich gejuckt, 2015 war auch ein Jahr, wo ich einfach nur noch einen Fick auf Hater-Kommentare gegeben habe, auf sinnlose Hater-Kommentare. Und das ist einfach ein überwältigendes Gefühl, so viele Leute in Deutschland oder da draußen zu haben, auch in Belgien, überall in den Niederlanden. Ich weiß, dass ganz viele von euch da draußen auch gar nicht aus Deutschland kommen und sich meine Videos trotzdem gönnen. Und es ist einfach ein überwältigendes Gefühl. Und das ist etwas, das werde ich mit ins Grab nehmen. Egal, ob ich in 10 Jahren mit YouTube nicht mehr am Start bin oder in 2 Jahren oder in 2 Monaten. Das ist ein Gefühl, das sind so Momente, die werde ich nie vergessen, Freunde. Die werde ich einfach nie vergessen. Wisst ihr, ich wollte eigentlich letztens noch ein Video hochladen mit dem Titel Was ich an euch liebe. Habe ich dann aber sein gelassen, weil ein anderes Video am Start war. Und ich möchte euch jetzt nochmal ganz kurz sagen, was ich ganz besonders an euch liebe. Ich sitze hier zum Teil abends am PC, meine Freundin ist hier und ich lese Kommentare vor. Und es sind immer so geile Kommentare bei, witzige Kommentare auch, sympathische Kommentare, wo ich hier wirklich sitze und mit meiner Freundin zusammen Tränen lache, weil ihr einfach übelst die korrekten Kommentare raushaut. Ich lieb an euch zum Beispiel, ich lade ein Video um 18 Uhr hoch, ich aktualisiere die Aufrufe und um 18.01 Uhr haben sich einfach schon 500 aktive Leute reingesuchtet. Das muss man, die Menschen muss man sich einfach mal vorstellen, 500, 600 Leute auf einem Haufen, wie viele das sind. Und die sitzen einfach, oder ihr sitzt dann einfach vor dem PC und refresht meine Seite, damit ihr Punkt 18 Uhr, da kennt ihr nichts, Punkt 18 Uhr das Video suchtet. Dann sind da schon 200 Daumen, 300 Daumen nach oben. Und man muss sich einfach diese Menschenmengen, 200, 300 Leute, die innerhalb von einer Minute Daumen nach oben gedrückt haben. Das liebe ich einfach an euch. Das ist einfach,
Ich kann das nicht beschreiben, dieses Gefühl. Das ist einfach ein überwältigendes Gefühl. Ich liebe es zu Livestreamen und eure Kommentare zu lesen. Lustige Kommentare. Ich liebe es, wenn ich im Livestream ausraste und ihr mit mir ausrastet und Lachflash schiebt. Und was ich ganz besonders an euch liebe, ist einfach, dass ihr mir gewisse Freiheiten auf meinem Kanal lässt. Dass ich viel mehr in letzter Zeit mit geilen Kulissen arbeite, bei Real Life Stories zum Beispiel. Und dass es einfach super bei euch ankommt. Dass ihr einfach mir auch ja, Dinge gönnt. Obwohl vielleicht ich mehr habe als ihr, aber ihr gönnt es mir einfach. Und da weiß ich einfach, dass viele von euch einfach übelst korrekt sind, weil die Eigenschaft, jemanden mehr zu gönnen, als man selber hat, ist eine gute Eigenschaft. Das ist eine menschlich gute Eigenschaft. Auch wenn es im Grunde nicht lobenswert ist, liebe ich es trotzdem, dass ich zum Teil nach Hause komme und einfach mir irgendein Spritzer von euch Monster Energy vor die Haustür gestellt hat. Das ist einfach, ja, Leute machen Fotos mit meinem Auto in der Innenstadt und ich bin gar nicht da. Die machen einfach ein Foto mit meinem Auto und freuen sich darüber. Das ist einfach, ja, das liebe ich einfach an euch. Ihr kommt auf mich zu in der Innenstadt und ey, Monte, was geht? Und können wir ein Foto machen? Und das liebe ich einfach. Das liebe ich einfach an euch. Ich liebe das an euch, dass ihr aus geilen Momenten, wenn ich ausraste oder irgendeine scheiß Grimasse mache, ihr geile Screenshots erstellt oder geile Bilder mit Sprüchen, da schiebe ich einfach ein Lachflash drauf. Das liebe ich einfach. Und ich weiß, viele andere YouTuber machen das nicht, aber ich nehme mir die Zeit und lese die Kommentare. Ich kann natürlich jedem nicht antworten, das ist klar, aber es gibt für mich nichts Besseres als jetzt zum Beispiel heute Abend, weiß ich das ganz genau, werde ich mich hier vor den PC setzen, mir ein Kippchen anzünden, vielleicht im Idealfall einen kühlen Monster Energy und dann werde ich Nachrichten lesen und Kommentare lesen und das ist meine Art auch zu entspannen. Es gibt noch ganz viele andere Punkte, die ich jetzt aufzählen könnte, die ich einfach an euch liebe. Noromo, das ist natürlich klar. Ich möchte euch nochmal noch ein Beispiel erzählen. Irgendwann vor einiger Zeit, das ist aber schon ein paar Monate, 3, 4, 5 Monate, lass es ein halbes Jahr her sein, schreibt mir meine Freundin und sagt, ey, Marcel, ich habe gerade jemanden mit deinem Merchandise, also mit deinem Shirt gesehen. Und das ist auch so ein Punkt, was ich einfach extrem an euch feiere und wo ich mich auch drüber freue. Ich habe Merchandise rausgebracht, der nicht so YouTube-basierend ist, sondern das Get On My Level-Logo, das Totenkopf-Logo, das King of Kings-Logo, sind alles Klamotten, die man tragen kann, ohne dass andere Leute sehen, dass es von einem YouTuber ist. Und wie viele von euch da draußen sich einfach ein Shirt gegönnt haben, von mir oder eine Handyhülle. Na klar, verdiene ich damit Geld. Das ist keine Frage. Aber ich finde es trotzdem einfach geil, dass ihr diese Sachen so annimmt. Dass ihr das einfach, also, dass ich etwas in meinen Kleiderschrank tue und privat anziehe, dann muss es auch wirklich geil sein. Und ich glaube einfach, dass viele von euch sich das gar nicht holen, nur weil es von einem YouTuber ist, sondern weil ihr einfach auch das Motiv feiert. Und es ist immer wieder ein überwältigendes Gefühl, Gamescom 2015, wie viele Leute ich einfach mit meinem Merch gesehen habe, das ist nicht normal. Ich glaube, 2014 und 2015 waren wir vom Merchandise, von meinen Klamotten, am stärksten vertreten auf der Gamescom. Das ist einfach, ein überwältigendes Gefühl. Das ist einfach krass, wenn du Leute siehst, die dein Logo tragen. Das ist einfach, ja, das liebe ich einfach. Ihr fragt euch jetzt auch bestimmt, was ich mir für 2016 vorgenommen habe. Und da habe ich mir gar nichts vorgenommen. Ich lebe immer von heute auf morgen. Das habe ich schon während meiner Drogenzeit gemacht und das mache ich jetzt immer noch. Natürlich lebe ich das Leben jetzt ein bisschen mehr mit Verantwortung. Viele von euch wissen, ich ziehe Ende des Jahres aus. Großer Schritt, den ich da gehe, für mich persönlich. Aber für 2016 habe ich mir eigentlich überhaupt gar nichts vorgenommen, außer, dass es einfach weiterlaufen soll. Ich habe jetzt nicht irgendwie ein Ziel, dass ich 2016 88 Millionen Euro verdienen will, als Beispiel. Sondern ich möchte einfach, dass ich mich 2016 in dem, was ich mache, weiterhin wohlfühle und ich weiterhin Spaß daran habe. Und das ist eigentlich das, was ich mir für 2016 wünsche. Geld etc., Erfolg kann man nicht erzwingen, kann man vielleicht versuchen, aber ich denke, das kommt am besten von alleine. Und ich freue mich auf das Jahr 2016 und ich bin echt gespannt, was dort passiert. Ich denke, ihr seid da auch gespannt. Ich bin gespannt, wie sich YouTube weiterentwickelt, von den Videos und also von, es gibt ja auch zum Beispiel Videos in 360 Grad Umdrehung, also Perspektive. Das finde ich zum Beispiel auch ziemlich nice. Bin einfach da extrem gespannt, was 2016 passiert, wie sich mein Leben einfach weiterentwickelt. Natürlich, eine Sache wünsche ich mir für 2016, das ist Gesundheit für mich, für meine Familie, für euch und für eure Familien. Und ich glaube, ich könnte jetzt hier noch stundenlang weiterquatschen. Es gibt noch so viele Momente, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe, sei es auch Reisen von Call of Duty zu
App-Events, sei es Reisen zu den Homies nach Köln, zu Ungespielt, zu Marcel, zu Barca, zu Carsten nach Ulm, sei es, dass ich die Jungs von Ape Crime kennengelernt habe. Das ist einfach überwältigend, was 2015 passiert ist. Aber ich denke, ich habe euch jetzt mal einen kleinen Einblick gezeigt. Das Video geht hier schon jetzt, keine Ahnung, 20 Minuten wohl eher. Ich würde einfach sagen, lasst ihn in aller Frische baumeln und lasst es euch richtig gut gehen. Und ich bin meinerseits raus und sage Wiederschauen und reingehauen.